So, Ultimate Fishing Simulator, das müsste Folge 19 bei mir sein. Und heute soll's zum Baikalsee gehen, und zwar im Winter. Zack, gehen wir gleich mal hier rüber. Wir haben ja fast 1000 Euro. Baikalsee Winter. Baikalsee Sommer. Hecht, Flussbarsch, Baikal, Omul, Moräne, Lizenz für 600 kaufen wir. Und dann mal auswählen. Schauen wir mal, ob wir am Baikalsee ebenso viel Glück haben wie am Lake Betty oder Betty Lake. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der erste im Winter. Da haben wir echt ein paar Monsterfische rausgezogen. Guck mal ganz kurz. Fünf. Wir gehen mal zu 5. Schöner Standort. Wir wollen, glaube ich, in diese Richtung schauen. Bohre, bohre, bohre. So, wir haben immer noch unseren kleinen Frosch. Unseren künstlichen Köder. Schau mal unter Wasser. Das waren da schon die ersten. Wobei die sehen auch recht klein aus. Temperatur minus 22 Grad. Hölle. Will wohl hier noch nichts beißen. Na kommt. Kleinen Fische. Okay, dann lassen wir mal. Ist nicht zur Größe, denke über einen, was? Kleineren oder größeren? Wahrscheinlich kleineren Haken nach. Teste ich einfach mal, wie tief es hier runter geht. Oh Gott, geht hier übelst weit runter. 7 Meter. Ich weiß nicht, ob hier noch was kommt. 10 Meter Tiefe. Ich gehe mal über. Über Wasser. Ah, Mist. Wollte ich gleich wieder zu viel. Schauen wir hier nochmal bei 1,20 Meter.
Kein Fisch zu sehen. Na gut, raus. Der ist Größe 5, wenn ihr mal Größe 3. Baikal-Urmel, Moräne benutzen. So, schauen wir jetzt mal 1,60 Meter tief. Werde ich doch nicht so. So, schalten wir mal Überwasserkamera an. Da kommt er schon. Ich sehe ihn. Neuer Rekord. 1 Kilo 25, 250 Gramm verkaufen. So. Gehen wir noch mal so auf 2 Meter Tiefe. Tut sich nicht viel. Okay, mal raus. Ich werde mal umstellen. Okay, also wir nehmen. Was nehmen wir von Haken? Den gibt es bis 3. 4 bis 6. Wir nehmen erstmal den benutzen und zwar in Größe 3 benutzen. Köder. Hecht. Wo ist Baikalstör mit? Baikalstör. Regenwürmer benutzen. So. Auf ein neues. Vielleicht bin ich auch viel zu weit draußen am See. Stelle suchen. Bisschen weiter am Ufer. Denke über einen kleineren Haken nach, auch kommen. Zieh mal raus. Wir wechseln.
Ah, hier Position 1. Also muss ich erst E drücken, Angeln aufhören. Position 1. So, Loch bohren. So. Wenn ihr mir jetzt sagt, ich soll immer noch einen kleineren Haken nehmen. Bin ich traurig. Geh mal weiter runter. Wow! Da weiß der schon was. Okay, bei Karl Urmel. Bumul. Lassen wir mal ab. 4 Meter tief ist noch kein Grund. 5 Meter. Sieben Meter, 8 Meter. Wie tief geht das hier schon? Oh, das ist zu tief. Okay, ich hole mal langsam wieder ein. Da ist doch was. Komm, beiß zu. Schau doch mal nach einem Stör aus, oder? So urzeitlich, wie der Fisch aussieht. Gibt es zumindest nicht so schnell nach. Ah, jetzt haben wir ihn unter 10 Meter. Können wir auch über Wasser die Kamera positionieren. Jawohl, ein Baikalstör. 8,14 Kilogramm. 93 Zentimeter, über 120 Dollar bekommen. Geil. Dann mach runter. So, wollen wir bei 7 Meter so bleiben? Ah,
Köder langsam ein. Mal schauen, ob wir dann irgendwo einen Fisch sehen. 3 Meter. Hänge ich am Eis, ja. Da hinten ist auch einer. Komm. Müsste ich ja jetzt an der Eisfläche schon sehen, oder? Da ist er. Oben. Oben links. Ich wackel mal ein bisschen mit dem Wurm. Scheint ihn nicht zu interessieren. Da jetzt. Oh, ein Hecht. Hecht, Hecht. So. Ein Hecht im Winter hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Das könnte auch ein schöner Brocken werden. Kilogramm, 74 Zentimeter. Ein Hecht. Schön. Lasse ich mal ganz kurz runter. Nur schauen. Irgendwo einen Fisch zu sehen. Da kommt ja schon einer. Oh. Jawohl, noch ein Hecht. 3,11 Kilogramm. Und noch mal runter. Schwimmt hier immer nur im Wasser rum. So. Ich lass noch mal ab. Ab in die Finsternis. Soll das ein Fisch da sein? Links? Nein. Irgend so ein Schwebeteilchen. Entschuldigung. So, ich ziehe mal langsam wieder ein. Also bei dem Lake Betty tue ich mich wesentlich leichter. Bei Kaltsee ist irgendwie nicht ganz so fischreich. Also ich benutze wirklich den absolut falschen Köder. So, Angel abbrechen. Angeln abbrechen. Da ist ein Stör. Ein Stör. Ein Stör. Wo habe ich ihn gesehen? Da.
So, runter mit dir. Ich hab dich doch gesehen. Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas ist hier falsch. 64 Meter tief? Irgendeinen Bug habe ich. Okay. Wir brechen mal das Angeln ab. Und beenden auch mal die Folge. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal bei Ultimate Fishing Simulator. Tschüss, ciao, bye bye.